komm her! Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Kai. Frank. Ja, setz dich irgendwo hin, ich komm gleich. Ich bin kein Tisch frei. Setz dich irgendwo dazu. Na, soll ich. Du setzt jetzt auch scheiße. Setz dich einfach da hinten hin. Das ist ein Tisch vom Personal. Frank, mach jetzt keinen Stress und setz dich irgendwo hin, meine Güte. Der ist nicht frei, der ist nur fürs Personal. Sag ich doch! War nur ein Scherz. Der Lehmann darf doch alles. Setz dich da hin und sei ruhig. Du siehst mitgenommen aus, Herr Lehmann. Ganz lieb, dass du das sagst, Heidi. Aber diese Kombination aus Duzen und Herr Lehmann ist das Übelste, was es gibt. Auf Ex, Herr Lehmann. Die Dehydrierung ist der größte Feind des Trinkers. Das ist das ekelhafteste Glas, das ich je gesehen habe. Okay, was willst du trinken? Weiß ich auch nicht. Wie wär's mit dem Bier? Ja, bring ihm bloß ein Bier, bevor das noch lange so weitergeht. Du siehst müde aus. Du musst doch was essen. Was willst du essen? Denk an die Elektrolyte. Schweinebraten. Du kannst um 11 auch keinen Schweinebraten bestellen. Wer sagt das denn? Niemand isst um 11 Uhr einen Schweinebraten. Wir haben da eine neue Frau in der Küche. Was meinst du, was die mir sagt, wenn ich der jetzt mit Schweinebraten komme? Das ist eine Köchin, die hat das gelernt. Die kann man nicht rumschubsen. Was hat denn Schweinebraten mit Rumschubsen zu tun? Du hast Angst. Das ist es, ne? Du hast Angst vor der Frau in der Küche. Ich hol sie raus, dann kannst du selber mit ihr reden. Ich habe Angst vor der Frau in der Küche. Also, nee. Du bist also der Depp, der meint, er könnte hier um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellen. Ja, ich bin der Depp, der meint, er könnte um 11 Uhr Schweinebraten bestellen. Wenn es okay ist, dass hier so Vollidioten bis 17 Uhr frühstücken, dann würde es doch wohl auch okay sein, um 11 Uhr einen Schweinebraten zu bestellen. Ich würde das mal lieber andersrum ausdrücken. Wenn die Welt schon mit Arschlöchern vollgestopft ist, die hier bis 17 Uhr frühstücken, wozu brauchen wir dann auch noch Knallchargen, die um 11 Uhr schon einen Schweinebraten bestellen? Was ist denn schon dabei, einen Schweinebraten zu machen? Das ist doch sowieso von gestern Abend. Scheibchen abschneiden, Soße drüber, Mikrowelle, da erzählt mir keiner was. Und was ist, wenn ich dir jetzt erzähle, dass kein Schweinebraten von gestern mehr da ist? Und dass der dich gerade im Ofen habe, noch mindestens eine Stunde braucht und du bis dahin höchstens so ein scheiß Frühstück haben kannst, wie alle anderen Penner hier auch. Mit der üblichen scheiß Wurst und scheiß Käse und dem ganzen Mist, der hier so gegessen wird. Du aber für einen Schweinebraten noch mindestens eine Stunde warten musst. Was sagst du denn dann, du Klugscheißer? Zum Beispiel würde ich sagen, dass der Schweinebraten noch sicher schon so weit ist, dass du ein Stück davon abschneiden kannst. Scheiß doch einfach auf die Kruste. Die Kruste wird sowieso überschätzt. Klöße müssen auch nicht sein. Das geht auch hier mit Bratkartoffeln. Das ist sowieso für die ganzen Frühstücksdeppen hier am Start. Soße drüber und fertig ist das Gartenhäuschen. Das würde ich sagen. Du Scheißer, der ich nun mal bin. Auf die Kruste kommt's also nicht an. Allgemein überschätzt. Gibt's hier eigentlich noch mehr von deiner Sorte? Nicht, dass ich wüsste. Na, dann ist ja gut. Vielleicht sollte ich auch einfach noch ein bisschen warten. Ich kann natürlich auch einen halbfertigen Schweinebraten aus dem Ofen ziehen und verstümmeln, weil wir ja so gute Freunde sind. Ist okay, sie ist ja eh gleich ab 1. Kannst du in Zukunft immer machen. Dann gibt's eben demnächst auch noch halbgekochte Kartoffeln für alle. Nee, bitte, es ist wirklich in Ordnung. Ich nehme noch ein Bier oder was weiß ich, Kaffee oder Zeitung. Trink nicht so viel. Der Tag ist noch lang. Schöne Köchin, von der ich den Namen nicht weiß. Schöne Köchin, von der ich den Namen nicht weiß. Ja, ich will es doch auch. Das sind Drillinge, ganz hervorragend. Hoch, hoch, hoch. Hä? Manchmal möchte ich wissen, was da drin los ist. Gar nichts. Absolut nichts. Ja. Mit besten Grüßen von der schönen Küche. Danke.
Ist okay, wenn ich rauche? Stört mich nicht. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Ich sehe das nicht so eng. Wieso sitzt du eigentlich hier? Ich habe gedacht, der ist nur fürs Personal. Ich arbeite auch für Erwin. So, und was arbeitest du für den? Drüben im Einfall. Und was machst du da? Hinterm Tresen stehen. So, hinterm Tresen stehen. Und das findest du gut, oder was? Wie jetzt gut? Na, ob du das gut findest, eben so hinterm Tresen stehen und Leute abfüllen, das ist doch kein Lebensinhalt. Lebensinhalt? Was sind das? Lebensinhalt? Meinst du, das Leben ist irgendwie eine Flasche oder was? Oder ein Glas? Oder ein dicker Eimer, so ein Behälter, wo du was reintun kannst? Ist das Leben so? Ein großes Fass oder vielleicht eine kleine Konstüde? Was weiß ich, das sagt man doch so. Sagt man halt so. Das ist eine Scheißmetapher. In Wirklichkeit ist das Leben ein Gefäß, das man schon gefüllt hingestellt bekommt. Und zwar gefüllt mit Zeit. Und unten ist ein Loch drin und da läuft die Zeit langsam raus. So ist es nämlich, wenn du schon unbedingt von einem Gefäß sprechen willst. Ich hab doch gar nicht von einem Gefäß gesprochen. Aber du hast von Lebensinhalt angefangen. Wenn man mit sowas anfängt, dann muss man das doch irgendwie zu Ende denken. Das will doch durchdacht sein, so ein Wort. Was also hat die Tatsache, dass man in einer Kneipe arbeitet, mit Lebensinhalt zu tun? Das war der letzte Scheiß. Man lebt einfach und er freut sich dran. Das reicht doch völlig. Wie kann man sich denn über ein einzelnes Wort so aufregen? Jedenfalls ist es kein vernünftiger Beruf. Man kann nicht nur in einer Kneipe arbeiten. Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Man kann also nicht nur in einer Kneipe arbeiten. Wieso kann man denn nicht nur in einer Kneipe arbeiten? Vielleicht sind wir ja diejenigen, die den Lebensinhalt in Leute reinfüllen. Mund auf, Lebensinhalt rein, fertig. Oh, es ist ja jetzt ganz schön primitiv. Ja. Also entweder gibt es einen Lebensinhalt, den man oben reinfüllen kann. Und das soll dann auch was zu saufen sein. Oder den, der unten rausläuft, ja? Die Zeit, genau. Aber siehst mal so, wenn du besoffen bist, läuft die Zeit langsamer. Nein, die läuft schneller. Quatsch, wenn um dich rum alles schnell abläuft, weil du besoffen hast. Und deshalb, weil hier drehen im Kopf, wenn dir die Zeit langsamer abläuft. Das ist totaler Quatsch. Genau umgekehrt, das ist richtig. Die Zeit läuft schneller, weil man selber, wenn man besoffen ist, nur noch halb so viel mitkriegt. So ein Scheiß, das geht doch nur, wenn du die Zeit als was Absolutes nimmst. Nimm doch mal eine Sanduhr. Da läuft der nüchterne Sand schneller durch als der betrunkene Sand. Und deshalb ist die Zeit mit betrunkenem Sand langsamer. Betrunkener Sand? Ja, das ist metaphorisch gemeint. Wie kann man sich denn über ein Wort wie Lebensinhalt aufregen, damit betrunken im Sand kommen? Das ist totaler Schwachsinn. Ja, ihr beiden Turteltäubchen, wie ich sehe, habt ihr euch prima miteinander bekannt gemacht. Dann geht zurück in die Küche. Karl, was meinst du? Die Zeit, wenn man betrunken ist, läuft die schneller ab oder langsamer? Karl, die läuft schneller. Langsamer. Darüber redet ihr, dann haben Sie ja zwei. Nicht ausweichen, Karl, das ist wichtig jetzt. Sag mal schneller. Ich glaube, das ist langsamer. Frank! Katrin muss in die Küche! Langsamer. Schneller. Katrin und ich gehen nachher schwimmen. Vielleicht willst du mit? Ja, wann gehst du denn schwimmen? Oh, regelmäßig, aber Dauerkarte, das lohnt sich. Ja, komm ich mit. Wie, du schwimmst auch? Was? Der Lehmann geht schwimmen? Ich schwimme gut. Spray painted bricks and